Es war ein bisschen lame, dass Saarbrücken im DFB-Pokal nicht dabei ist. Aber komplett nicht. Na gut, wenn jetzt Mittwoch eh noch ein Spiel ist, wo ich nicht dabei bin. Hat gerade eh noch. Die Spiele von Hannover, glaube ich. Was sind das? Naja, dö. Dort hatten sie mal eine Strähne, aber da war DFB-Pokal drinnen, da hatten sie mal 3 Spiele hintereinander gewonnen. Aber seitdem kannst du auch knicken. Ach, die Welt ist auch bloß noch ein Schmutzblatt geworden, ey. Einerseits... Heiß aber dann, Baby. Guck grad, was mal auf YouTube so ein bisschen gucken könnten. Weil Mittwoch ist DFB-Pokal, dort bin ich nicht dabei. Anwalt Jun hat schon vor 11 Jahren Sachen rausgebracht. What the fuck? Hallo Herr Becker, Sie sind jetzt am Telefon. Jawohl. Jawohl, wie Jawohl. Geht's? Ja, mir geht's gut. Ich wollte Tasse haben und die Weste, heißt er. Jetzt haben Sie aber Vollgas gegeben. Jawohl. Jetzt habe, ich Jawohl. Dachte, wir könnten vorher ein bisschen plaudern und ich könnte es eventuell spannend machen, aber da lassen Sie mich ja überhaupt nicht zukommen. Ja. Von wo rufen Sie ihn an? Frohnhausen. Marburg-Biedenkopf? Nee, ja. Ja. Ist doch da, ne? Frohnhausen. Frohnhausen, ja, das habe ich verstanden. Frohnhausen-Biedenkopf, ja. Warte mal, einen Moment. Oh. Frohnhausen, Kreis Marburg. Wer sind Sie denn jetzt, bitte? Ich bin die Mutter. Ach, Sie sind die Mutter, guten Tag. Um nee, Gottes Willen. Das ist Frohnhausen, gell? Ja. Das ist Frohnhausen, Kreis Marburg. Die Postleitzahl 35112. Das kriegt er nicht so auf die Reihe. 35112. Ich hab's mir das kriegt er nicht so auf die Tasse Reihe. Zuschicken können. Die Adresse verraten Sie jetzt aber nicht weiter an dieser Stelle, okay? Nein, nein. Schön. Frau Becker, jetzt hätte ich gerne noch mal Ihren Sohn gesprochen. Ja, ja. Jawohl. Herr Becker, schön, dass ich Sie noch mal dran habe. Ich bin jetzt etwas durcheinander. Was wollten Sie eigentlich noch mal? Frohnhausen. Das ist bei Malbuch Bienenstock. Ja. Da wohne ich. Sie können mich ja gerne mal besuchen. Dann ziehe ich mir auch eine frische Hose an. Oh ja, ja, das klingt vielversprechend. Aber deshalb haben Sie doch nicht angerufen, oder? Nein. Na, du wolltest doch eine Tasse, du Eimerkopf. Dann sag
Ach so, eine Tasse wollten Sie. Ja, ich hab sie nicht mehr alle im Schrank, da brauche ich eine. Und so eine schöne Bettpfanne vom Hessischen Rundfunk, die hätten wir auch gern. Ja, ja. Ja, das tut mir leid, die HR-Bettpfannen sind alle vergriffen. Die gingen weg wie warme Semmeln. Genau wie die HR-Stützstrümpfe, Nachttöpfe und Inkontinenzbeutel. Ja, alle ja, weg. Nach Schlumpfhausen müssen die da schicken. Das ist immer geradeaus und dann beim Möbelhaus rechts ab. Postleitzahl, eine 5 ja. ist drin, eine 7, glaube ich, oder eine 8, gell? Und ja, noch so Zahlen, aber die Reihenfolge, die weiß ich nie mehr. Ja. Und wann kriegen wir denn jetzt endlich die Tasse? Ach, aber Sie geben aber Vollgas, Frau Becker. Ich dachte, wir können hier erstmal noch ein bisschen plaudern, mal Kaffee trinken, Candlelight-Dinner, ein bisschen knutschen, aber Sie gingen ja gleich voll zur Sache, hm? Ja, ja, rein, raus, Nikolaus, gell? So geht das hier in Bumshausen. Das ist meine Tasse, Mama. Was labert der komische Mann da immer noch? Haben Sie die Tasse schon abgeschickt? Moment mal, was ist denn hier eigentlich los, hä? Wer sind denn jetzt Sie, bitte? Ich bin der Vater von den Jungen. Und Bruder von meiner Frau. Oh, ja. Ach so, ja. Möchten Sie auch so eine schöne Tasse vom Hessischen Rundfunk? Hm? Was? Eine popige Scheißtasse kannst du dir in den Hintern schieben, du Polunderpimmel. Hör auf, uns dir immer zu belästigen. Was? Aber Sie haben doch angerufen. Ja, ich? Quatsch. Wir haben gar kein Telefon. Wir haben ja noch nicht mal eine Tasse. Aber wir haben eine Postleitzahl. Soll ich Ihnen die mal verraten? Ich hasse meinen Job. Ja, ja. Ja, liebe Zuschauer, mein Name ist die Hili Hotan und ich wünsche Ihnen natürlich von ganzem Herzen ein gesundes neues Jahr, liebe Zuschauer. Und ja, aber wie gesagt, wir sind hier jetzt und ich freue mich mit Ihnen. Ja, die Regie sagt, es sind nur 15 Sekunden, aber... Okay, dann zählt ihr mal schön, liebe Regie, und 1-0. Ja, lieber Zuschauer, da bin ich schon wieder. Ich heiße der Willi Truthahn und ich wünsche euch allen einen gesunden neuen Jahr vom ganzem Herzen mit Puperzen im Schlüber, Moos im Hinterkerzen. Ich sag mal Prosit Neuwahl. Ich stoße mit euch auf an das neue Jahr und... Also wenn jetzt noch Sonnabend ist... Ja, die Regie sagt mir gerade, ist noch gar ich weiß nicht, was da so läuft. Wenn Mittwoch noch Pokal ist. 10 Promille und ein paar zerquetschte bis dahin, aber das juckt mir nicht an die Füße. Eure Heli ist jetzt hier und hat die Rollschuhe an. Ich kann in die Zukunft schauen, im Dunkeln hören, in die Tüte pupeln und unter den Achseln riechen. Ich kann Karten lesen, Einhörner malen, Kaffee trinken, Wildschweine essen und Eier legen. Und wenn sonst keiner will, kann ich sogar auch das Land regieren, anal sondieren, mit Fingerfarben kolorieren, mit allen Parteien koalieren. Das nervt dann tierisch. Wenn es so lange kopulieren. Ich heiße der Billy Bootsmann und ich bleib hier hocken, bis das alte Jahr die Rosette schließt, liebe Zuschauer. Ich bin das Fleischmassiv der Fröhlichkeit, die Leitkuh der Liturgie, der Rodelberg vom Riesengebirge. Ich kann mit Engeln reden, mit Toten twittern und den Wimpern krimpern. Ich kann
Stillstand, vorwärts, Rolle rückwärts und mit den Pobacken Weißbrot toasten. Ich kann... So, jetzt reicht's aber mal. Wir wollen endlich anfangen. Klappe, Hilly. Und vor allem Fresse 2017. Hui, 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 hui. Ach, 2017. Das wird spannend. Das waren noch Zeiten. Da habe ich, glaube ich, gerade mit meiner Umschulung angefangen. Oh. Da war noch nichts Corona. So, hoi, ist das spannend, liebe Zuschauer. Wer kommt hier jetzt durch? Hoi, ist das spannend, bis zum 30. zu warten. Hoi. Hier fliegt die Kuh, hier steppt der Bär. Aber liebe Zuschauer, ich bin topfit. Ich wäre ja auch topfit. Die Nachteulen. Ich bin auch eine Nachteule. Das ist in meine Gene. Ich werde jetzt erst richtig wach. Ja, ich laufe jetzt gleich zur Höchstform auf, liebe Zuschauer. Deswegen ist es ja auch eine so tolle, spannende Sendung. Und unten steht's, Kartenlegen funktioniert, wenn man es kann. Ich kann es nicht und mach es trotzdem. Immer einfach hinlegen, hintereinander weg und dann wieder zusammen machen und mischen. So geht das von morgens bis abends 24 Tage in der Woche. Hui, ist das spannend. Wer kommt jetzt durch und sagt sich hier im Late Night, ja, mir ist alles egal, ich will jetzt den Hilly Hoden sprechen. Die alte Nachteule, die gestopfte Pute mit der Batikbluse, das moderierende Mittelgebirge, das Faultier mit dem wunden Pöter. Ich sitze hier und warte nur auf Sie. Was machen die denn die ganze Zeit? Das kann dann nicht so schwer sein, bis zu diesem scheiß Mittwoch in Urlaub zu gehen. Ich könnte auch zu Hause auf dem Sofa sitzen und mir die Mauken einreiben, die Haare am Sack zählen oder einfach gemütlich im Walfischbecken liegen. Aber nein, ich bleibe hier, bis einer anruft. Denn wenn ich mich hinlege, komm ich nicht mehr hoch. Deshalb, liebe Zuschauer, bleib ich hier für Sie und laufe gleich zur Höchstform auf. Jawohl, denn ich bin die Hilly mit dem Chili, der Wirbelsturm der Langeweile. Rufen Sie mich an oder ziehen Sie mir den Pröppel aus dem Hintern und lassen Sie die Luft raus, denn freiwillig werden Sie mich niemals los. Also dann, Hose runter, Rollschuhe an und angerufen bei Ihrer Tilly Totentanz. Gott, muss ich dann überlegen, ob ich die ganze Scheiße hier abbreche. Und da gibt es die Pechmarie und die Goldmarie. Dieses Streamerfreundlich ist was anderes. Und übrigens ein Märchen von den Gebrüdern Grimm, die jetzt gerade 200 Jahre alt waren, die, na, nur dazu zur Frau Holle. Und da gibt es ja die Pechmarie und die Goldmarie. Und du wirst dich fühlen, wenn du diese Energie spüren darfst, wie die Goldmarie. Du wirst dich so spüren, weil allein die Energie von Metatron ist unglaublich. Für dich wird eine neue Tür geöffnet. Eine Tür zum Glück. Und es ist für dich, ganz speziell für dich, wenn du dich angesprochen fühlst, das himmlische, nein,